Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und wenn Sie schon in Ferien waren, waren Sie vielleicht in einem Freizeitpark, und wenn nicht und noch nicht wissen, wohin, dann überlegen Sie mal, ob Sie in einen dieser wunderbaren Parks fahren, die es in Deutschland gibt, so, und in Holland und in der Schweiz und in Frankreich aus. Aber Frankreich ist schon außerhalb unseres Verbandsgebietes, denn ich habe heute eingeladen den Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, Dr. Müller-Olter. Herzlich willkommen. Dankeschön. Freizeitparks, wie viele haben wir in Deutschland? Wir haben in Deutschland bei uns in der Mitgliedschaft 69 Parks, vom Marktführer Europapark beginnend bis zu... Das ist Rust, nicht? Das ist Rust, ja. Erinnere ich so aus dem Fernsehen. Ja, bis zu Indoor-Attraktionen, die zum Beispiel Madame Tussauds hier unter den Linden in Berlin repräsentiert werden. Das zählt werden. Als Freizeitpark? Das zählt auch als Freizeitpark, ja. Und Madame Tussauds, obwohl ich, das hätte ich nie gedacht, da hätte ich gedacht, das ist ein kleines Museum oder so? Nein, es ist eine Attraktion in Innenräumen natürlich, aber die sind natürlich wie alle anderen Indoor-Attraktionen, die Sea Life Centers oder auch verschiedene Hallenspielplatzunternehmen, die zu uns gehören, wichtige Faktoren im Freizeitmarkt insgesamt. Und damit gehören die auch zu uns, genauso wie verschiedene Zoos dazu gehören. Auch die sind Freizeitunternehmen, ob sie wollen oder nicht. Da habe ich was gelernt, und Sie wahrscheinlich zu Hause auch. Das hätte ich nicht gedacht. Von den 69 kenne ich einen einzigen, das ist Rust. Madame Tussauds kommt jetzt hinzu. Ja. Das wusste ich nicht, dass es ein Freizeitunternehmen ist. Aber wenn Sie mal uns sagen, die 5, 6 größten. Der Rust ist der größte. Ja, Rust ist der größte. Rust ist der größte mit gut 5 Millionen Besuchern im Jahr. Da gibt es noch eine Anzahl von sehr großen Freizeitparks gemessen an der Besucherzahl. Das Phantasialand mit um die 2 Millionen Besucher. Dazu gehört der Hansapark, der Heidepark, Legoland, der Moviepark Germany. Legoland habe ich immer gedacht, das ist in Dänemark. Ja, Legoland gibt es auch in Günzburg seit 12 Jahren ungefähr. Wo ist Günzburg? Günzburg ist in Schwaben, in Bayerisch Schwaben. Da muss ich aber weit fahren, da ist Dänemark vielleicht näher. Sie müssen ein Stück fahren, von hier aus ist Dänemark wahrscheinlich ein Stück näher, das ist richtig, ja. Was verbirgt sich unter dem Namen Freizeitunternehmen? Madame Tussauds haben wir gesagt. Ja. Und alles das vermutlich, wovon ich nie annehme, dass es ein Freizeitunternehmen ist. Das könnte so sein, ja. Die Freizeitbranche ist ja sehr vielfältig, und der Verband hat begonnen mit den Freizeitparks im engeren Sinne. Und man sieht dann auch, dass es andere Akteure am Freizeitmarkt gibt, die ähnliche Ziele verfolgen und die ähnliche Informationsbedürfnisse haben wie die Freizeitparks selber, ähnliche Attraktionen und ähnliche Zielsetzungen im Prinzip haben. Und dann macht es ja auch einen Sinn, sich zusammenzutun, gegenseitig seine Erfahrungen auszutauschen, gegenseitig kreativen Ideen sich zu treffen. Und deshalb gehören solche Einrichtungen auch durchaus mit in den Bereich der Freizeitparks. Geht es den Freizeitparks gut im Rahmen der wirtschaftlichen Lage, oder gucken die Leute jetzt selber auf oder spielen auf ihren kleinen Daddeldingern? Ja? Nein, ich denke, die Freizeitparks, wie ich es eben schon sagte, sind ein wichtiger Faktor am Freizeitmarkt. Und die Freizeitparks mögen ja keine Subventionen. Sie sind Unternehmen, die sich wirtschaftlich selbst tragen. Das gibt es in Deutschland? Das gibt es in Deutschland, ja. Der Verband, kein einziger kriegt Subventionen? Der Verband hat sich in jeder Phase dezidiert gegen Subventionierung von Parks ausgesprochen. Das ist ein ganz eigenes Thema. Darauf können wir Sie wollen kein Steuergeld haben? Nein. Das habe ich ja noch nie gehört, dass jemand sagt, nix, macht man nicht. Das Steuergeld engt ja auch bei der Unternehmensführung stark ein. Das ist ein bürokratischer Aufwand, und am Ende ist der Preis, den man dafür zahlt, ein hoher. Dann ist man besser sein eigener Herr im Unternehmen und hat aber auch keinen, der von außen reinredet. Also allen Freizeitparks schließe ich jetzt mal daraus, geht's gut? Ja, die Freizeitparks sind stärker vom Wetter abhängig als von der Konjunktur. Das kann man so sehen. Weil das Produkt Freizeitpark ist ja eigentlich Illusionierung, Emotionalismus. Ja, beim Regen gehe ich da nicht so gerne durch. Nein, aber da versuchen die Freizeitparks gegenzusteuern, indem sie zum Beispiel Bereiche schaffen, wo die Menschen sich indoor gut amüsieren können. Man schafft Bereiche, wo Attraktionen innerhalb von Räumlichkeiten, innerhalb von Gebäuden sind, sodass die Menschen zwar vielleicht nicht deshalb allein in den Park kommen, aber wenn es mal anfängt zu regnen, haben sie eine gute Unterkunft und eine gute Unterstellmöglichkeit und können sich weiter unterhalten lassen und werden aus dem Park nicht flüchten müssen.
Ja, und dann hoffen Sie immer, dass der Regen noch lange anhält, damit die ordentlich konsumieren. Nein, wir hoffen, nein, es geht nicht. Es geht in den Indoor-Bereichen nicht nur um den Konsum, es geht auch um Fahrgeschäfte im Indoor-Bereich und so weiter. Die werden also durchaus innerhalb der Räumlichkeiten sehr gut unterhalten. Ich war mal in Disneyland in Florida und da bin ich in einem Hotel gelandet, da gab es einen Gruselaufzug. Und ich habe natürlich gedacht, das ist alles ganz normal, aber es war nicht normal. Ja, und da habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn hier bloß? Ja, das fand ich nicht so lustig, aber die Kinder fanden das alles lustig. Das war die Frage des Humors, und, mit dem man da ja, reingeht. Und gibt es das hier auch, so Hotels, die so umfunktioniert wurden? Thematisiert, glaube ich, heißt das? Ja, es gibt Freizeitparks mit thematisierten Hotels. Das ist der Europapark. Gruselhotels? Nein, keine Gruselhotels. Das ist, ich sag mal eben weiter, das Phantasialand mit zwei Hotels und ist der Heidepark, die thematisierte Hotels unterhalten. Darüber hinaus gibt es dann weitere Übernachtungsangebote in Freizeitparks, die auch sehr erlebnisorientiert sind. Da gibt es Baumhäuser, da gibt es Schäferwagen. Da gibt es Tippidörfer. Was ist das, Schäferwagen? Ein Schäferwagen. Es wird, ach so, ein Schäferwagen. Richtige Schäferwagen. Ich hatte jetzt einen Schäferwagen, nein, die Waage. Man wiegt die Schafe oder den Schäfer. Nein, ein Schäfer. Und sucht die Braut und nein, es sind Schäferwagen. Meine Fantasie geht nicht mehr durch. Ja, ich sehe schon. Es sind Schäferwagen, in denen die Menschen Übernachtungsangebote haben. Die haben dann da eine Heizung drin, die haben einen Kühlschrank da drin, die haben darin fließend Wasser. Und haben aber dann den Schäferwagen auf mehr oder weniger einer Weide platziert, sodass sie in einer sehr idyllischen Atmosphäre Illusion eine Übernachtung durchführen können. Und was gibt es noch? Ja, Baumhäuser. Also im Hotel? Nein, das ist nicht im Hotel, das ist eine Alternative zu den Hotels. Und das wird als Hotel genutzt? Das ist ein einzelner Schäferwagen, den Sie mieten können. Da haben Sie Platz für sich und für Ihre Kinder und können als Familie da ein schönes verlängertes Wochenende, einen schönen Kurzurlaub machen, in dem Sinne, dass Sie da ein oder zweimal übernachten. Wie merkt ein Freizeitpark, dass die Lust der Deutschen auf ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Geschäft nachlässt? Ich meine, man merkt es, indem keine Besucher mehr kommen. Ja. Aber wie merkt man es rechtzeitig? Das ist die Kreativität, unternehmerische Kreativität, die sie überall brauchen. Die müssen die Freizeitparks natürlich auch haben. Man sieht aber auch, inwieweit irgendwelche Attraktionen genutzt werden oder nicht genutzt werden. Es gibt dann ja. Was ist zurzeit in dieses Jahr, 2014? Ja, es gibt immer wieder jedes Jahr neue Attraktionen, was ganz hervorragend ist. Es ist in diesem Jahr im Europapark mit Arthur und Minimoys. Das ist ein Märchenthema, was aus Frankreich kommt, ein hochtechnisierter Indoor-Bereich, wo man halt durch die Geschichte ist, dass Arthur so ähnlich wie bei Frau Holle in einen Bereich außerhalb der Welt kommt, unter die Erde, wo es eine eigene Welt für sich gibt. Und in dieser eigenen Welt hat man bestimmte Erfahrungen und wird durch bestimmte Bereiche durchgeführt. Dann hat man ein Fahrgeschäft, wo man drauf sitzt, so ähnlich wie auf einem Skilift, vier Personen nebeneinander, und wird dann da an Attraktionen vorbeigeführt und mit verschiedenen Überraschungen dann unterhalten. Wer denkt sich sowas aus? Der einzige Fahrunternehmer und der dann damit rechnen muss, dass die Konkurrenz das kopiert? Oder gibt es da einmal im Jahr eine Konferenz, so eine Art Messe, wo er sagt, so, was könnten wir machen, zusammen machen? Das kostet alles viel Geld, nicht? Ja, die Freizeitbranche ist natürlich international auch vernetzt. Ja. Man weiß, was in Amerika ist, man weiß, was in Asien passiert an Unterhaltungselementen. In Deutschland gibt es auch eine große Zahl von sehr namhaften internationalen Anbietern von Fahrgeschäften, die auch den internationalen Markt stark mit Fahrgeschäften ausstatten. Und da hat man schon eine Idee, was gerade so in ist. Gibt es denn was Neues? Ich meine, Kettenkarussell gab es und die Pferdchen für die Kinder. Ja, es gibt. Sie merken, ich war lange nicht mehr in einem Freizeitpark. Ja, vor einigen Jahren wurden die Katapultachterbahnen an den Markt gebracht, wo man gewissermaßen mit hoher Geschwindigkeit in die Umlaufbahn geschossen wird. Haben Sie das mal gemacht? Ja, natürlich muss man das machen. Als Geschäftsführer muss man alles testen. Wo man innerhalb von 2 Sekunden von 0 auf 100 gebracht wird, und diese Kraft, die dabei entsteht, reicht dann aus, um den Rest der Loopings und den Rest der Strecke im Allgemeinen absolvieren zu können. Machen Sie das gerne, wenn Sie so hochgeschossen werden? Mal ehrlich. Ja, nicht vor dem Frühstück.
ich war da noch nie drin, muss ich gestehen. Und ich habe mich auch immer gescheut, da reinzusetzen. Und das ist immer noch ein Hit. Das ist immer noch ein Hit. Und neu in der letzten Zeit werden interaktive Fahrgeschäfte, zu denen auch Arthur und Minnie Maus gehört. Aktuell, da gibt es zum Beispiel in Phantasialand Maus au Chocolat, wo die Besucher in Sessel sich setzen und durchgeschleust werden durch die Backstube des Bäckermeisters, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, und ihm dabei helfen können, die Mäuse, die in der Backstube ihr Unwesen zu vertreiben, zu neutralisieren. Was macht man da? Wie geht das? Man schießt die Mäuse tot. Man schießt auf die Mäuse. Dann sind ich die dachte, Maus, man fängt die Mäuse so mit sie, der Hand. Dann sind die Mäuse Mause tot. Ja. Und dann wird das gezählt, dann kann es innerhalb der Familie einen Wettbewerb geben, wer die meisten Mäuse beseitigt hat. Das sind so interaktive Themen. Und der Preis ist dann ein Becher Schokolade? Das lobt dann der Familienvater aus. Wie verändert sich diese Freizeitparkstruktur? Ich meine, wenn ich so einen Freizeitpark bestücke, Fahrgeschäften, die müssen ja 10 Jahre halten oder 5. Wie lange ist das? Und dann muss ich was Neues machen. Die halten schon länger als 5 Jahre oder 10 Jahre. Die haben schon eine längere Nutzungsdauer. Die Freizeitparks haben aber quasi einen ständigen Investitionsdruck, irgendwas Neues anbieten zu müssen. Das resultiert aus... Habe ich letztes Jahr gemacht. Resultiert aus dem Wettbewerb untereinander und aus der Notwendigkeit, Wiederholungsbesucher gewinnen zu können. Das kennen Sie aus dem Kino. Wie oft gehen Sie in einen Kinofilm, der Ihnen wirklich toll gefällt? Nicht so lange, bis Sie alle Dialoge mitsprechen können. Und so ist es im Freizeitpark auch, wenn man... eine gewisse Anzahl von Attraktionen in ausreichender, persönlich empfundener, ausreichender Zahl benutzt hat, dann möchte man gern was Neues. Und deshalb müssen die Freizeitparks was Neues in den Markt sind bringen. Sind Sie jetzt neugierig geworden auf die neuen Freizeitparks? Darüber sprechen wir nach der Pause weiter mit dem Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, Dr. Ulrich Müller-Oltay. Bleiben Sie also dran. Ja, und wenn Sie noch nicht wissen, wohin, dann geben wir Ihnen nachher ein paar Tipps. Bis gleich.